Anfang. Vielen Dank dafür. Ja, mein Kopf raucht noch, ehrlich gesagt. Ich war gerade eben selber noch hier auf der Bühne und wir haben aber eigentlich absurderweise ein ähnliches Thema besprochen, wie das Thema jetzt gleich bei diesem Panel stattfinden wird, oder? Ja, das greift hier schon ganz schön ineinander über bei uns auf der Bühne 7. Denn ja, es geht im Grunde wieder um Algorithmen und um Ethik und Werte. Darüber habt ihr auch gerade schon so ein bisschen geredet, denn ja, tagtäglich und kontinuierlich werden Millionen an Entscheidungen getroffen und mit zunehmendem Einfluss stellt sich so ein bisschen die Frage nach der Verantwortung, nach der Werte, nach der Ethik dieser Entscheidungsprozesse, ne? Und da der technologische Wandel ja nicht lokal, sondern global passiert, ist hier echt die Frage Ethic for Billions, das auch der Titel des Panels ist, nicht wahr? Ja, das ist der Titel. Wir können es ja einmal ganz kurz testen, einen ganz kleinen Spaßalgorithmus jetzt aus meiner Seite. Wenn Sie mich gerade hören können, dann heben Sie die Hand bitte. Okay. Ach, das sind zum Glück alle. Dann und nur dann, wenn Sie gerade die Hand gehoben haben, verlassen Sie bitte den Saal. Es klappt nicht. Ich sollte auf gar keinen Fall derjenige sein, der irgendwelche Macht über Algorithmen oder über Verantwortung haben sollte. Das nur als ein kleines Beispiel. Ja, aber es gibt zum Glück Leute, die mehr Ahnung davon haben. Richtig, das ist Christian Klavin, der wird dieses Panel moderieren. Christian Klavin ist Director of Digital Strategy bei der Content Creative Group Fischer Appelt. Und willkommen auf der Bühne. Christian, die Bühne ist jetzt deine und viel Spaß. Danke. Danke. Ja, ich möchte natürlich als erstes euch begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid und mein Panel herzlich einladen, auf die Bühne zu kommen. Frau Spiekermann, ein Applaus gerne. Frau Wachter und Frau Palassi, nehmen Sie Platz. Ethik. Eine Frage an euch, an Sie. Wer würde sich zutrauen, Ethik in einen Satz zu definieren? Vielleicht mal die Hand heben. Wer würde sich zutrauen, diesen einen Satz, diese Definition an dem Saalmikro kurz mal wiederzugeben? Jetzt traut sich keiner mehr. Gut, kommen Sie. Einen Satz gerne. Mein Name ist Petra Grimm vom Institut für Digitale Ethik, Stuttgart. Wie vorbereitet! Und ich würde sagen, Ethik ist Reflexionstheorie der Moral. Okay, das ist eine hohe Einflugschneise. Wir haben noch drei weitere Einflugschneisen anzubieten, und zwar mit meinem charmanten, freundlichen Panel. Und ich möchte kurz vorstellen, wen wir hier bei uns haben. Und zwar ist das einmal die Frau Professor Spiekermann von der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie leitet dort das Institut für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft, hat gerade ein Buch veröffentlicht, das gehört zum guten Ton, Digitale Ethik im Drömer Verlag, und beschäftigt sich mit Privatsphäre und Ethik seit längerem. Dann haben wir Frau Sandra Wachter. Wir gratulieren ihr zur Associate Professor in den Bereichen Datenethik am Oxford-Institut. Ja, genau. Ihre Spezialgebiete sind Technologie, IP und Datenschutzrecht. Und wir haben Frau Palassi. Frau Palassi ist die Gründerin der Ethical Tech Society und sie hat eine Medaille bekommen für ihren Beitrag zu einer differenzierten Betrachtung von Algorithmen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Ja, wie läuft dieses Panel ab? Wir wollen kurz am Anfang zwei Impulse hören. Den Anfang macht Frau Wachter in dem Panel. Nee. Andersrum. Frau Spiekermann, wir haben uns kurzfristig entschieden, das zu ändern. Frau Spiekermann, ja, die Folien sind Ihre. Ja, dann hoffe ich um die erste Folie, bitte. Da kommt nichts. Wo sind denn die Präsentationen, wenn ich das fragen darf? Ach, sind die da drauf? Oder wird da umgeschaltet vielleicht? Frage? Die Technik bin ich auch nicht so für. Ich hoffe, das ist hier drauf zu finden. Computer says no. Vielleicht könnte uns jemand helfen. Das 2019. Ja, wunderbar. Da geht's los. Vielleicht darf die Technik gleich auch diesen wunderbaren Film einspielen, der eigentlich, wenn heute in 90% der Gespräche
von digitaler Ethik geredet wird, dann bezieht sich das fast immer auf diesen 49-Sekunden-Film, den ich Ihnen jetzt zeigen würde. Bitte die Technik einmal diesen Film anmachen. Nee, nicht auf die nächste Folie. Bitte das integrierte Video zeigen. Wir haben keinen Film bekommen. Tut uns leid. Welcome to the Moral Machine, a platform for gathering a human perspective on moral decisions made by machine intelligence, such as self-driving cars. We show you moral dilemmas, where a driverless car must choose the lesser of two evils, such as killing two passengers or five pedestrians. As an outside observer, you judge which outcome you think is more acceptable. You can then see how your responses compare with other people. If you're feeling creative, you can also design your own scenarios for you and others to view, share, and discuss. Moral Machine is a project by the Scalable Cooperation Group at the MIT Media Lab. Help us learn how to make machines moral. Wie viele von Ihnen haben denn diesen Film schon gesehen? Und wie viele haben schon mal davon gehört? Doch ein Großteil des Raumes. Und meine Hypothese ist, die ich Ihnen jetzt gleich darstellen will, ist, dass es sehr traurig ist, dass die ganze geistige Energie unserer Zeit, wenn es dann um digitale Ethik geht, in dieses Szenario geht, was wahrscheinlich so niemals in der Realität eine Bedeutung haben wird. Und was auch die ganze Debatte um digitale Ethik, ich nenne das im Englischen, nennt man das Red Herring, in eine völlig auf irgendeine Puppe fokussiert, die überhaupt keine Rolle spielt. Warum? Das will ich Ihnen zeigen. Also, stellen wir uns mal vor, es gäbe tatsächlich autonome Fahrzeuge 2039. Wie stellen wir uns das vor? Vielleicht zu der Zeit schon 40% der Fahrten sind in Deutschland autonom. Und sagen wir mal, vielleicht auch 10% Marktanteil bei Google, vielleicht mehr. Und wie kann man sich das vorstellen? Wir haben vielleicht eine App oder einen Sprachassistenten und sagen, ich bin jetzt gerade beim Freund abend, die Party ist vorbei, schick mir doch mal das Auto vorbei, das fährt dann vor und bringt einen bis vor die eigene Haustür. Oder beim Einkaufen auch, ich muss jetzt ein paar Tüten tragen, komm vorbei, hol mich ab, bringe ich wieder hin. Wenn man im Auto dann drin sitzt, hat man seinen Sprachassistenten dabei, man unterhält sich, man ist nicht alleine, man kann sich ein paar Witze vorlesen lassen. Außerdem hat das Auto große Infotainment- und Werbedisplays. Natürlich gibt es auch Geschäftsmodelle, wenn man das so von heute auf morgen weiterdenkt, wäre das doch eigentlich völlig legitim zu sagen, du kriegst das Auto für 50 Cent oder für umsonst, dafür musst du dir dann die ganze Zeit Werbung anschauen, während du im Auto sitzt. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Geschäftsmodell von heute. Und dann könnte man auch denken, ja, so die ganze Datenverarbeitung, die wir dann heute so haben, dass eigentlich 90% der Datenverarbeitung von allem, was wir so tun, digital in USA, in den Clouds verarbeitet wird, könnte man sich ja denken, vielleicht werden sich die Architekturen nicht total verschieben. Tun wir uns einfach mal so, als wäre das auch 2039 noch so. Tja, müssen wir uns aber jetzt mal über die wahren ethischen Fragen Gedanken machen. Was ist denn, wenn man denkt, man würde Google gern zerschlagen und die sollen jetzt mal nicht 8 Milliarden Strafe sein, sondern ihren ganzen Laden umstellen und sollen mal wirklich als Monopol auseinandergenommen werden? Und dann sagen die, ja, wir haben aber 10% unserer autonomen Fahrzeugen bei euch auf der Straße und wenn wir da auf Knöpfchen drücken, dann fällt euch euer gesamter Straßenverkehr auseinander, dann stehen die Dinger und die bewegen sich nicht mehr, da kommt keiner mehr zur Arbeit, da geht kein Lastwagen mehr über die Straße. Da sprechen wir von einem gigantischen Sicherheitsrisiko. Wir begeben uns dann als Staaten mit unserer gesamten Logistik und Infrastruktur an eine gigantische Abhängigkeit. Nächster Punkt, dann sagen wir vielleicht, ja, so wie heute, wir würden so wahnsinnig gern unsere Daten von den autonomen Fahrzeugen so unglaublich gerne bei uns in Deutschland oder in Österreich verarbeiten, gerade um solche Szenarien zu vermeiden. Da sagen die so wie heute, ja, dann ruft doch der Staatssekretär im Callcenter bei, was weiß ich, Mark Zuckerberg oder irgendeinem von diesen Unternehmen an und die sagen, wir haben gerade keine Zeit. Internationale Konflikte über Infrastrukturkontrolle. Dann stellen wir uns vor, das ist die Alexa, 70% Marktanteil
die wir mit in unsere Autos nehmen. Und die sagt dann, ach du, fahr mal den kürzesten Weg und der fährt dann noch bei McDonald's bei, weil McDonald's hat ja eine Werbung reingestellt und gesagt, die Alexa, sag mal deinem Fahrer, er soll noch rechts rumfahren oder beziehungsweise dem Auto, ich bring dich dann noch vorbei an dem nächsten McDonald's, wo jemand die Werbung platziert hat. Oder auch, Alexa kann ja auch möglicherweise Leute beeinflussen in ihrer Meinung, wo man so hinfahren sollte, zu Demos und so weiter. Nächste ist, ich sitze im Auto, ich habe nicht das Geld, mir ein autonomes Fahrzeug für 120 Euro im Monat jedes Mal zu bestellen und abzuholen. Und dann muss ich da sitzen und muss mir die ganze Zeit mich beschallen lassen, so wie wir es uns heute gefallen lassen müssen, wenn wir keinen Adblocker haben auf unserem Interface, dass wir uns beschallen lassen müssen die ganze Zeit und dass die Aufmerksamkeitsspanne deswegen permanent sinkt. Und dann Last but not least, stellen Sie sich mal vor, was bedeutet eigentlich autonome Fahrzeuge? Hört sich alles total super an. Wenn heute 100 Haushalte 99 Autos besitzen und jetzt hat man es so komfortabel, wie ich eben gesagt habe, dann stellt man sich vielleicht die Frage, kaufe ich jetzt mir für 30 bis 40 bis 50.000 Euro ein neues Auto, wenn der mich wirklich von A nach B verlässlich fährt? Und stellen Sie sich mal vor, haben nicht mehr 99 Haushalte, kaufen sich ein Auto, sondern nur noch 20. Wissen Sie, was das mit unserer Automobilindustrie macht? Wissen Sie, was das mit den ganzen Taxifahrern macht? Mit den ganzen Lkw-Fahrern, mit Millionen von Menschen? Da haben wir es, wenn das richtig schnell kommt, zu schnell kommt, mit gigantischen sozialen Unruhen zu tun. Und das sind die wahren Fragen. Und nicht dieses Dingel, Dingel, Dingel mit ein bisschen Musik hinten, wollen wir jetzt 6 Hunde auf der rechten und 5 Frauen auf der linken umfahren. Das sind nicht die Fragen. Das sind die Fragen. Und das Problem ist, dass uns, wie auch immer, dass wir abgelenkt werden in den sozialen Medien oder wo auch immer, im Twitter oder so, dass wir uns nur mit Dingel, Dingel, Dingel rechts und links beschäftigen, statt mit diesen Sachen. Und das ist gefährlich. Denn darüber müssen wir nachdenken. Und es tun ein paar wenige Menschen auf der Welt, und ich bin nicht die Einzige, darüber nachdenken. Und ich möchte an der Stelle nicht nur mein Buch, sondern vor allen Dingen IEEE P7000 hervorheben und die Organisation IEEE ist der größte Ingenieursverband der Welt, hat 420.000 Mitglieder und versucht gerade auf vielen Ebenen mit 14 verschiedenen ethischen Standards dahin zu kommen, dass man die Industrie und alle Beteiligten an diesem Zukunftsprozess im Prinzip vorbereitet auf diese Zukunft und die großen Fragen stellt. Darum bemüht sich die IEEE. Und ich möchte ein spezielles Verfahren, bevor ich zum Ende komme, noch mit Ihnen teilen. Und das ist der sogenannte P7000-Standard innerhalb der IEEE, wo nämlich im Zentrum 3 Fragen stehen. Wir nehmen dieses Automobilszenario, wie ich es Ihnen am Anfang erklärt habe, und wir stellen nur 3 Fragen. Welche menschlichen, sozialen und ökonomischen oder sonstige Werte sind im Positiven wie im Negativen wirklich betroffen von so einem Szenario? Mal richtig die Liste machen. Rechts, positiv, links, negativ. Und zwar nicht nur mit der Geschäftsführung und den Leuten, die daran Geld verdienen, sondern nein, mit den Taxifahrern, mit den Lkw-Fahrern, mit den Politikern, die in den Kommunen die Leute vertreten müssen, mit den Gewerkschaften und dann vielleicht auch noch mit den IT-Herstellern und der Automobilbranche. Alle müssen sich zusammensetzen und diese Liste mal machen. Dann kommen die auch auf solche Szenarien, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und die kann man sich dann anschauen. Und zweitens, was macht das eigentlich mit dem Charakter der Menschen? Welche Tugenden sind betroffen von solchen Szenarien? Wenn ich da sitze und mir diese ganze Zeit diese Werbung anschauen muss und wenn ich abhängig bin, wenn ich in die Passivität getrieben werde, wenn ich nicht mehr Herr bin über das, was ich mir angucken möchte. Was löst das in uns aus? Das löst in uns Wut aus. Passivität, den Wutbürger. Und das wollen wir ja nicht. Das muss man aber antizipieren. Damit muss man sich beschäftigen. Und als Letztes, wenn man das dann alles weiß, auch als Politiker, da muss man sich selber in die Pflicht nehmen. Das ist ja so ein bisschen unsere deutsche Attitüde, der alte Kant. Ne? Was erlaube ich mir? Was sind meine persönlichen Maxime, nach denen ich denke, dass ich auch handeln sollte? Und dann kann ich mir mit diesen Fragen
kann ich entspannter in die Zukunft gehen, weil ich eine realistischere Vorstellung von dem habe, was mich wirklich erwartet und ich mich nicht mehr mit diesem Tingel, Tingel, Tingel auf der rechten und auf der linken Seite beschäftige, denn das sind nicht die echten Fragen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den ersten Impuls. Den zweiten hören wir jetzt kurz von Frau Wachter mit einer Perspektive aus der Brille des Rechts und schauen da mal rein. Und ich glaube, die Präsentation wird Ihnen direkt eingespielt. 10, 9, 8, 7. Ah, there we are. Danke vielmals für die für die vorstellenden Worte. Mein Vortrag wird sich um Datenschutz, Identität und Autonomie handeln und die Frage, wie sich das im digitalen Alter verändert. Und mein Talk ist ein bisschen über an meinem letzten Paper orientiert, das sich nennt A Right to Reasonable Inferences. Wenn das jemanden interessiert, er kann sich durch 130 Seiten wühlen, falls er die Muße haben sollte. Ich werde versuchen, es sehr, sehr kurz zu halten, um die Main Message klar rüberzubekommen. Die folgende ist, wir interagieren mit digitalen Technologien jeden Tag. Die sammeln unsere Daten, sie werten sie aus und diese Daten werden dann benutzt, um wichtige Entscheidungen über uns zu treffen. Algorithmen werden benutzt, um zu entscheiden, ob jemand auf die Uni zugelassen wird, ob jemand eingestellt wird, ob er gefeuert wird, ob er eine Beförderung bekommt, ob er Kredit in Versicherung bekommt, ob er ins Gefängnis gehen muss. All diese Entscheidungen werden mittlerweile sehr oft mit Algorithmen getroffen. Und meiner Meinung nach ist, wenn Algorithmen das jetzt machen, wenn sie unsere Identität festlegen, dann sollten wir ein Recht haben, ordentlich gesehen zu werden. Wir sollten ein Recht haben to reasonable inferences. Aber was natürlich gewagt ist zu sagen, das heißt, eigentlich muss ich einen Schritt zurückgehen und mich fragen, wie haben wir es denn bisher gemacht, wenn wir Mensch und Mensch-Beziehungen uns anschauen. Die unterliegende Frage ist ja, wer bist du? Nicht? Das ist die eigentliche Frage, wer bist du eigentlich? Wenn man mir diese Frage stellt, dann kann ich verschiedenste Sachen dazu sagen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin Juristin. Ich kann sagen, ich komme aus Wien. Und ich kann sagen, ich bin Vegetarierin. All diese drei Dinge sind richtig. Das ist Information, die ich bereitstelle, freiwillig, jemandem gebe. Danach, wenn ich das jemandem erzähle, was der damit macht, ist eigentlich außerhalb meines Machtbereichs. Was der daraus annimmt, ist nichts, das ich eigentlich kontrollieren kann. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Jurist, kann der andere annehmen, naja, wahrscheinlich mag sie Bücher, was richtig ist. Jemand könnte annehmen, naja, sie kommt aus Wien, wahrscheinlich mag sie Kaffee, was auch richtig ist. Und jemand kann annehmen, naja, sie ist Vegetarierin, wahrscheinlich mag sie Tiere. All diese Dinge haben einen intuitiven Link. Ich kann jetzt sagen, naja, ich lebe jetzt schon seit fast 5 Jahren in England. Ich trinke jetzt nur noch Tee. Ich kann immer wieder sagen, ich trinke keinen Kaffee mehr, ich trinke keinen Kaffee mehr, ich trinke nur noch Tee. Ich kann niemandes Meinung ändern. Ich kann ihn nur versuchen zu ändern. So, warum ist es in meiner Meinung nach anders, wenn es um Big Data und künstliche Intelligenz geht? Warum sollte ich ein Recht haben, ordentlich gesehen zu werden, akkurat gesehen zu werden? Also vergleichen wir es ein bisschen, was auf der digitalen Ebene passiert. Hier sind nur ein paar Ausschnitte aus den Medien. Netflix, Facebook, Amazon, Microsoft, all die großen Tech-Giganten waren in den Schlagzeilen in den letzten Monaten, weil sie ohne das Wissen ihrer User sehr, sehr sensitive Daten inferiert haben. Angefangen von Gesundheitsstatus, sexuelle Orientierung, ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, all of das. Ohne dass der User das wusste. Und diese Daten werden dann auch oftmals an Dritte weitergegeben. So wie man jetzt sehen kann, dass sozusagen Versicherungsunternehmen Social Media Daten benutzen, um zu entscheiden, wie man Versicherung bekommen soll. Man schaut sich die Freunde der Freunde an und versucht herauszufinden, ob das ein guter Kandidat ist für eine Versicherung. Das heißt, der Unterschied ist, dass wir mehr Daten sammeln. Es ist nicht Information, die ich freiwillig bereitgebe. Ich bin Juristin, ich bin Vegetarier. Es ist alles, was ich passiv zurücklasse. Was ich zurücklasse, ohne eine richtige Chance zu haben. Es sind meine Standortdaten, es sind meine Metadaten, das ist, was ich auf dem Internet anschaue, die Websites, die ich mir anschaue. Alles das wird gesammelt, was zu mehr Wissen führt. Und sehr, sehr counterintuitiven Wissen. Da ist ein intuitiver Link zwischen Vegetarier und Tierliebe. Hat jemand eine Ahnung, wie ihr Browsing-Verhalten einen Credit-Score beeinträchtigen könnte? Nein, aber es wird inferiert.
Und dann wird es natürlich an unendlich viele Augen weitergegeben, unendlich replikiert, verbreitet. Und ich habe eigentlich überhaupt gar keine Kontrolle darüber, was mein digitaler Schatten über mich aussagt. Und juristisch gesehen wissen wir, dass diese digitale Wandlung neue juristischen Antworten braucht, was ein Grund ist, warum wir jetzt ein Right to be Forgotten haben. Wir haben ein Recht, vergessen zu werden in der digitalen Welt, was wir in der analogen Welt nicht haben. Ich kann niemandem das Gedächtnis löschen. Aber ich kann zu Google gehen und sagen, bitte entferne diese Information von mir. Und ich finde, wenn wir ein Recht haben, vergessen zu werden, dann sollten wir auch ein Recht haben, richtig gesehen zu werden und ein Right to Reasonable Inferences haben. Da ich Juristin bin, habe ich mir angesehen, ob wir schon gute Safeguards haben. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, sind Inferenzen. Also das, was Google, Facebook, Amazon von mir halten, über mich denken, sind das personenbezogene Daten. Wenn es personenbezogene Daten sind, juristisch gesehen sehr, sehr interessant, weil dann würde das Datenschutzrecht einschlägig werden. Und wir hätten höhere Schutzbestimmungen. Wir haben jetzt die neue Datenschutzgrundverordnung, die uns mehr Schutz darüber gibt. Wie gesagt, mein Paper hat 130 Seiten. Und die Frage zu beantworten ist, ich weiß nicht, ob es personenbezogene Daten sind. Und noch viel schlimmer, es ist eigentlich auch egal. Und es ist eigentlich egal aus folgenden Gründen. Der Europäische Gerichtshof, der höchste Gerichtshof in Europa, hat sich mit der Frage ein paar Mal beschäftigt. Hat einmal gesagt, ja, Inferenzen sind personenbezogene Daten. Einmal hat er gesagt, nein, es sind keine. In den Fällen, wo er gesagt hat, es sind personenbezogene Daten, hat er ganz klar gesagt, nur weil etwas personenbezogenes Datum ist, heißt das nicht, dass man alle Rechte automatisch bekommt. Und eines der Rechte, das man nicht bekommt, ist das Recht auf Berichtigung, das wir eigentlich haben. Und der Grund dafür ist, dass der Europäische Gerichtshof gesagt hat, dass der Datenschutz eigentlich nicht dazu da ist, zu regulieren, wie wir Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, wie ich bewertet werde, wie ich gesehen werde, dann muss ich ein anderes Recht finden, das mir Rekurs ermöglicht. Das Datenschutzrecht gibt mir ein solches nicht. Warum ist das ein Problem? Es ist kein Problem, wenn wir bestimmte Rechtsvorschriften haben, die Rekurs ermöglichen. Aber oftmals haben wir das einfach nicht. Ganz oft lassen wir es in der Privatautonomie von Firmen, wie sie ihre Entscheidungen treffen. Warum ist das der Fall? Weil wir eigentlich kein Recht haben, einen Job zu bekommen. Wir haben kein Recht, auf Versicherungen oder auf Kredit oder auf die Uni zu gehen. Wir haben das nicht. Das heißt, außer es gibt bestimmte Rechte, die es einschränken, wie wir Entscheidungen treffen, gibt es keine Möglichkeit, anzufechten. Und das Datenschutzrecht gibt uns das nicht. Aber in einer Welt, wo wir mehr und mehr Daten hinter uns lassen, wo Daten so viel Privatsphäre, aussagekräftige Informationen weitergeben und wo das endlos weitergeteilt werden kann, sollten wir uns vielleicht überlegen, ob wir mehr Kontrolle haben wollen, wie Entscheidungen getroffen werden, wenn wir Algorithmen einsetzen. Wie machen wir das? Ich finde, wir müssen uns überlegen, wie wir auf kreative Art und Weise den Datenschutz schützen können im 21. Jahrhundert. Und hier ist, was wir im Moment falsch machen. Was die Juristen falsch machen. Wir schützen Daten sehr, sehr, sehr antiquiert, fast 18. Jahrhundert Datenschutz. Was wir machen ist, wir kategorisieren Daten in diese Kategorien, wir sagen anonymisierte Daten, personenbezogene Daten, sensible Daten. Warum wir das machen ist, weil wir annehmen, dass wir eine Ahnung haben, wie gefährlich ein Datum in der Zukunft sein wird. Anonymisierte Daten heißt, ich habe keine Ahnung, wem das Datum gehört, deswegen kann kein Schaden entstehen, brauchen wir keinen Datenschutz. Da gibt es normale personenbezogene Daten, mein Name, meine Adresse, mein Alter, wo wir einigen Schutz bekommen, zu manchen Schutz. Und dann gibt es sensible Daten, die zum Beispiel Gesundheitsstatus, religiöse Überzeugungen, sexuelle Orientierung, wo wir höheren Schutz geben, weil wir wissen, dass da Probleme geben kann. AI ist das völlig egal. Künstliche Intelligenz interessiert sich für diese Kategorien überhaupt nicht. Anonymisierte Daten können in personenbezogene Daten umgewandelt werden und personenbezogene können in sensible Daten umgewandelt werden. Alles kann sensibel sein, wir wissen es nur noch nicht. Das eigentlich müssen wir uns um eine ganz andere Art und Weise kümmern, wie wir den Datenschutz umsetzen. Das zweite hat mit Diskriminierung zu tun. Wir haben Diskriminierungsrecht und das ist gut so. Aber natürlich ist das Recht historisch besetzt. Das heißt, wir schützen bestimmte Dinge, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. So, wir schützen Menschen, die diskriminiert worden sind wegen ihres Geschlechts, sexueller Orientierung, wegen politischen Überzeugungen, was Sinn macht. Aber hier ist es wieder so, dass die Künstliche Intelligenz sich über diese Kategorien nicht kümmert. Findet ganz andere Kategorien.
Zum Beispiel hier, Facebook war vor kurzem in den Medien, weil sie versuchen, traurige Teenager mit Advertisements zu fischen. Traurige Teenager als Gruppe hat keinen Diskriminierungsschutz, natürlich nicht, nicht. Historisch gesehen war das keine Gruppe, die wir schützen mussten. Und was würden Sie sagen, wenn ich sage, dass die Tatsache, dass Sie gerne Videospiele spielen, Ihren Credit Score verschlechtern würde? Klingt absurd, nicht? Ist aber nicht absurd. Das ist etwas, was in China im Moment passiert. In China versucht man gerade, das Social Credit Scoring umzusetzen. Das bedeutet, dass Daten von Menschen vom Privatsektor, vom öffentlichen Sektor gesammelt werden, um herauszufinden, ob jemand ein guter Bürger ist, was auch immer das heißt. Das heißt, wenn jemand ein guter Bürger ist, bedeutet das, er bekommt Rabatte im Supermarkt. Wenn er ein schlechter Bürger ist, dann darf er bestimmte Transportmittel nicht benutzen. In China, Videospiele spielen ist etwas, das einen schlechten Bürger macht. Das heißt, Videospielspieler könnten eine Gruppe sein, die unter Diskriminierungsschutz keinen Schutz mehr finden. Also müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir neue Gruppen schützen. Welche Risiken entstehen für neue Gruppen, die wir traditionell nicht im Kopf hatten, als wir diese Rechte geschaffen haben? Und das Wichtigste ist, dass wir uns zurückerinnern, warum Privatsphäre eigentlich wichtig ist. Nicht? Wir nennen es Datenschutz. Es geht nicht um Daten, es geht um Menschenschutz. Nicht? Und Privatsphäre ist nicht nur etwas, wo es darum geht, Daten sicher zu halten, es geht um viel, viel mehr. Privatsphäre im wesentlichen Sinn geht es um Freiheit, es geht um Toleranz. Es geht um die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu erforschen, die eigene Persönlichkeit zu ändern. Beziehungen mit Freunden zu haben, Familie zu gründen, ein Zuhause zu haben, wo man ganz in Ruhe gelassen wird. Das ist eigentlich, was Privatsphäre schützen will. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir uns nur noch über Algorithmen und Korrelationen interessieren und sozusagen die Identität eines Menschen mumifizieren, dann nehmen wir ihm die Möglichkeit, die Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, im Hintergrund zu behalten, dass Mensch ist Veränderung und dass wir mehr sind als nur die Daten, die wir einfach nur zurücklassen. Wir sind viel, viel mehr als das. Das ist der Grund, warum ich mich einsetze, dass wir ein Recht Reasonable Inferences haben, ein Recht ordentlich und gerechtfertigt gesehen zu werden. Und die Art und Weise, wie ich das machen wollen würde, ist, uns daran zu erinnern, dass Transparenz nicht Rechtfertigung ist. Im Moment, was wir machen, ist Transparenz. Kann sein, ich werde zu einem Job, ich bekomme einen Job nicht. Und jemand sagt mir, ich habe den Job nicht bekommen, weil meine Füße zu klein sind. Das ist transparent, das ist eine Erklärung. Ist es gerechtfertigt? Nein, vielleicht. Aber das ist die eigene Diskussion. Es geht nicht nur um Transparenz, es geht um Rechtfertigung. Und darauf müssen wir uns jetzt einsetzen. Ich bin der Meinung, wir müssen uns nicht für alle Arten von Profiling kümmern, aber diejenigen, die unsere wichtigen Entscheidungen im Leben treffen, diejenigen, die, wo es darum geht, dass wir Versicherung bekommen, ob wir ins Gefängnis gehen müssen, ob wir einen Job bekommen, das sind wichtige Entscheidungen. Und hier müssen wir eine Rechtfertigungsgrundlinie schaffen und uns überlegen, sind die Inferenzen, die wir nutzen, die Datenquellen, die wir nutzen, ist das normativ akzeptabel? Wollen wir das eigentlich? Nicht nur Transparenz. Sind die Methoden, die wir dafür nutzen, eigentlich zuverlässig? Gibt es irgendeine statistische Wahrscheinlichkeit, die sagt, dass es zuverlässig ist, was wir tun? Gibt es irgendein Testing dafür? Und hat derjenige eine Möglichkeit anzufechten? Weil im Moment haben wir es nicht. Und das ist die Art und Weise, wie wir eigentlich verantwortlich mit Inferential Analytics umgehen sollten in der Zukunft. Ich bin ein großer Fan von Technologie, vor allem, weil ich beeindruckt bin von dem, was technisch möglich ist. Aber ich bin der Meinung, es ist nicht nur wichtig, darauf zu schauen, was technisch möglich ist. Es ist auch wichtig, darauf zu schauen, was gesellschaftlich verantwortlich ist. Danke. Ja, vielen Dank für die beiden Impulse. Wir haben uns mal, um die Diskussion so ein bisschen strukturieren, habe ich mir mal so fünf Standardsituationen der Technologie- und Ethikdiskussion angeguckt. Und wir wollen am Anfang kurz nochmal bei dem Auto auch bleiben. Ihre Meinung zu dem Beispiel haben wir erfahren zur Moral Machine. Frau Wachter, wie sehen Sie das, wenn wir jetzt mal konkret in die Gesetzgebung gucken? Also es gibt ja durchaus unterschiedliche Ansätze, autonomes Fahren einzubetten, gesellschaftlich zu regulieren. Welche sieht man da und wie kann man die ungefähr einordnen? Ja,
ich glaube, fast jeder Kontinent, jedes Land beschäftigt sich mit der Frage, wie wir es am besten regulieren sollen. Es ist, kommt sehr darauf an, auf den kulturellen Hintergrund. Natürlich am Kontinent hier ist man eher vorsichtig, in den anderen Ländern ist man mehr darauf erpicht, sozusagen Dinge schneller auf die Straße zu bekommen. Ich glaube, dass ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns koordinieren, weil die Fragen dieselben sein werden. Nicht? Also die Fragen der Risiken und der Möglichkeiten werden sich von den Ländern nicht so großartig unterscheiden. Und man will ja auch sozusagen der Industrie einen Leitfaden geben, der global kompatibel ist. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt, der gemacht werden muss, dass sozusagen Austausch zwischen den verschiedenen Ländern stattfindet. Und welche Institution könnte dafür geeignet sein? Weil ich könnte mir ja vorstellen, auch als Autohersteller, dass es für mich ein bisschen schwierig ist, sozusagen 179 Fahrzeugvarianten zu konstruieren. Oder betrifft die Änderung dann nur die Software und ich passe das dann an? Weil Kalifornien, glaube ich, macht das schon ganz anders als zum Beispiel bei, ich glaube, Wiesbaden gibt es jetzt so einen Testabschnitt für selbstfahrende LKWs, die so wie Trolleybusse quasi da aus einer Extraspur fahren. Ja. Wer ist derjenige, der da am besten sagen kann, wo es lang geht? Utopia, natürlich sollte es etwas geben, das international sozusagen alles mindert. Aber irgendwo muss man anfangen. Mhm. Und sozusagen für Europa ist es natürlich wichtig, dass wir hier einen Standard finden. Wir sehen es im Datenschutz, wo wir ein ganz tolles neues Recht jetzt haben, das sozusagen einen nationalen, internationalen Standard, einen minimalen Standard einfach schafft, an dem wir uns alle halten müssen. Und das ist sozusagen das Wichtige, dass man mal genug Leute auf dieselbe Seite bringt und nicht nur sozusagen wartet, bis man komplett Konsensus gefunden hat auf der gesamten Welt. Und sozusagen in Europa anzufangen, ist ein guter erster Schritt. In der Europäischen Union, in der Kommission werden bereits Verhandlungen getroffen, um sozusagen ein Framework auf die Fahrbahn zu bekommen. Ja, jetzt ist es ja so, eine Frage an Sie, Frau Spiekermann, warum muss eigentlich die Maschine, der Algorithmus perfekt sein, wenn wir Menschen es eigentlich nicht sind? Ist da eigentlich der Traum von perfekter Technologie wirklich auch realistisch? Weil ehrlich gesagt, wir lassen es heute zu, dass Menschen mit 2, 3 Bier ins Auto steigen und man ab 95 mit Sehschwäche auch durchaus noch fahren kann, ohne dass jemand mal guckt, ob das wirklich noch funktioniert. Ist dieser, also woher kommt sozusagen dieser Wunsch des Perfekten an dieser Stelle? Und ist der überhaupt bei Sachen, die man noch nie ausprobiert hat, auch realistisch? Also ich glaube, dass dieser Wunsch nach Perfektion ist ein urmenschlicher Wunsch. Wir streben im Leben danach, uns auch durch Technik zu perfektionieren. Das tun wir die ganze Zeit. Zum Beispiel, wenn ich eine Brille trage, ja, dann perfektioniere ich mein Sehen, oder das Auto beschleunigt mich. Ja. Das Technik weckt in uns und hat uns gelehrt, dass wir uns durch sie erweitern können in unseren Möglichkeiten. Aber was ein Problem ist, ist, dass wir diese gewachsene Erfahrung im Umgang mit Technik heute auf digitale Systeme übertragen. Und da machen wir möglicherweise einen Fehler, weil, wie ich heute in der Keynote angedeutet habe, gibt der digitale Stoff das gar nicht her. Einfach deswegen, weil er unvollständig ist, weil er hochfehleranfällig ist auf allen Ebenen der Systemerstellung und weil er uns eine Perfektion vorspiegelt, an die wir glauben, die aber nicht den Realitäten entsprechen. Und insofern müssen wir unheimlich aufpassen in der heutigen Diskussion, dass wir nicht an eine Form von Perfektion glauben, wenn wir Digitalisierung denken, weil wir an unsere historisch gewachsene Erfahrung mit Technik auf das Digitale übertragen. Das wäre falsch. Also durchaus kann man sich mit einem Always-Beta-Fahrzeug zufrieden geben, oder muss man sich damit zufrieden geben? Ja, ich denke, die Automobilhersteller beobachten dann mit großer Neugierde, wie die Teslas die Passanten umsäbeln. Und dann werden sie sich dreimal überlegen, ob sie das auf die Straße bringen. Und ich denke, in Europa und insbesondere in Deutschland sind wir da entsprechend ein bisschen eine nüchterne Ingenieurskultur und machen nur das, was uns sinnvoll erscheint, auch auf einer technischen Ebene. Mhm.
Vielleicht kommen wir auf den Bereich Gesundheit auch mal, weil ich glaube, es gibt ja sozusagen auch durchaus positive Dinge. Ich habe das mal genannt, der Krebs, den man früher erkennt, weil Software aufmerksamer als der Mensch ist. Es gibt ja wahnsinnige Fortschritte, gerade auch im Medizinsektor, was Verfahren von Diagnostik angeht, was Erkennung von Tumoren und so weiter betrifft. Auf der anderen Seite ist es natürlich das heikelste Thema, weil da kommt man natürlich gleich mit diesen medialen Beispielen, darf jemand mit 75 noch eine Hüfte kriegen und der Algorithmus entscheidet nein, aber der Arzt hat einen hippokratischen Eid. Also ist nicht eigentlich vieles von dem, was in Algorithmen reinprojiziert wird, auf anderer Ebene doch schon reguliert? Sie hatten das ja auch angesprochen, Frau Wachter, auch ein Algorithmus kann sich doch nicht am hippokratischen Eid vorbeimogeln, oder geht das? Die Frage ist, dass wir uns noch nicht mal Die richtige Frage ist, dass wir uns noch nicht mehr Gedanken darüber gemacht haben, was eine gute Entscheidung eigentlich ausmacht. Also wir sagen immer, Algorithmen sind besser im Vergleich zu was? Wo sind die Daten? Was ist denn eigentlich der Teil, den der Algorithmus übernehmen wird? Und ist das wirklich weniger fehlerträchtig? Nicht? Jetzt kann man natürlich sagen, wir machen einen Kardinalsfehler zu sagen, dass normalerweise, wenn ein Mensch etwas tut und ich verstehe es nicht, dann vertraue ich ihm mal nicht. Wenn ein Algorithmus etwas tut und ich verstehe es nicht, dann sage ich, der muss aber smart sein. Und das ist das, was wir im Moment machen. Wir gehen davon aus, dass etwas nur, weil es schwer zu verstehen ist, weil es intransparent ist und weil es über unsere kognitiven Fähigkeiten hinausgeht, dass es deswegen smart und besser ist. Und eigentlich müssten wir uns anschauen, was sind denn eigentlich die Dinge, die ein Algorithmus übernimmt, im Gegensatz zu einem Menschen, und dort uns überlegen, was sind denn die guten Entscheidungen, die wir wirklich haben müssen. Und dann können wir sagen, was in welcher Ebene besser ist. Aber ist nicht letztendlich auch eine einfache Festlegung, wie am Ende entscheidet immer der Arzt oder die Ärztin, einfach festzulegen? Also ich muss ja nicht in Behandlungen eingreifen lassen zum Beispiel. Also das kann man doch relativ einfach festlegen. Der Trend geht aber nicht so wirklich in die Richtung, nicht? In meiner Idealvorstellung, ja. In meiner Idealvorstellung würde ein Arzt gemeinsam mit einem Algorithmus arbeiten und beide würden ihre Blindspots erkennen. Ja. Sie machen sich gegenseitig besser. Wovor ich mehr Angst habe, ist, dass sozusagen Ärzte hinaus automatisiert werden, nicht? Und dass sozusagen die Autonomie des Arztes, zu sagen, ich vertraue dem Algorithmus nicht, überstimmt werden kann. Also ein Algorithmus sagt, das sieht aus, als wäre es gefährlich. Und der Arzt sagt, ich kenne den Patienten seit 20 Jahren, ich weiß es besser. Mhm. Dieses Element muss geschützt werden, dass sozusagen nicht der Computer sagt so und deswegen stimmt der Mensch nicht mehr. Das muss gewahrt werden, dass auf Augenhöhe sozusagen operiert wird. Frau Palassi, Sie schauen die ganze Zeit ein bisschen skeptisch. Was geht Ihnen durch den Kopf bei dem Thema? Skeptisch. Mir fällt auf, dass wir ein bisschen vergessen, was Ziel und Zweck der Ethik ist. Ethik wird von Menschen gemacht, für Menschen gemacht, und da geht es darum, nicht Technologie per se einfach ethisch zu gestalten, sondern die menschliche Nutzung der Technologie ethisch zu gestalten. Das ist ein ganz anderer Paar Stiefeln. Algorithmen entscheiden nicht. Algorithmen sind ausführende Programme. Entscheidung setzt einfach Kognition voraus. Es setzt sozusagen freie Wille voraus und es setzt Interessen voraus, Absichten. Maschinen haben keine Absicht, verstehen auch nicht mal das Konzept von Absicht. Juristisch betrachtet, das, was jetzt auf dem Markt ist, ist keine Entscheidung. Es sind Vorschläge und wir müssen uns auch vor Augen führen, dass diese Technologien, worüber wir reden, nicht vom Baum gefallen sind. Sie sind von Menschen gemacht. Ach. Sie sind Ausdruck des Sozialen. Sie verkörpern eine mathematische Sprache Entscheidungen, die nicht nur von den Entwicklern gemacht worden sind, weil die Algorithmen, die komplexeren Algorithmen, die wir verwenden, sind vielleicht in der Formulierung top-down, aber aufgrund der Datenabhängigkeit dieses Systems sind sie auch bottom-up. Das heißt, alle, die Daten liefern, gestalten auch die Art und Weise, wie diese Technologien funktionieren und sind somit auch ein Spiegel des Gesellschaftlichen und nicht nur einfach irgendetwas, das parallel neben uns
agiert. Und ich habe nur ein Problem mit vielen Narrativen, die wir jetzt momentan sehen, wenn es einfach postuliert wird, dass sie uns manipulieren. Denn das setzt voraus, dass wir ein sehr deterministisches Menschenbild haben, der einfach freie Wille leugnet. Und wenn man sich einfach die Geschichte jetzt anschaut, ja, Demokratie, das ist uns nicht geschenkt worden. Das hat das Volk mit Schweiß, Blut und Tränen von sich aus gefochten, erkämpft und nicht geschenkt bekommen. Leute, die keine Bildung hatten, Leute, die nicht mal in der Lage waren zu lesen, aber verstanden haben, weil sie einfach einen inneren Kompass hatten. Und ich traue einfach den Menschen viel mehr zu. Ich glaube schon, dass Menschen durchaus in der Lage sind, zu entscheiden. Und Tatsache ist, dass wir zu wenig in der Forschung wissen, was es mit Menschen ausmacht, wenn sie mit einem bestimmten Interface interagieren. Denn das ist ein Teil, das wir wenig untersuchen. Wir versuchen zu verstehen, was der inhärente mathematische Bias von einer Formel ist. Fakt ist, dass wir eine komplette Digression haben zwischen das, was Entwickler als Technologie entwickeln und eine Funktionalität, die sie zuordnen, und das, was Menschen daraus machen. Das, was Menschen daraus machen, fügt dazu einen zusätzlichen mathematischen Bias dazu. Forschung kümmert sich aber recht wenig darüber. Also Sozialwissenschaftler, Ethnologen, Verhaltenspsychologen, Ethiker, wir führen eine unterkomplexe Diskussion, was Ethik eigentlich ist, was der Sinn von Ethik ist und was der Unterschied zu Recht ist. Und was mich natürlich Sorge macht, ist, dass wir meinen, mit rechtlichen Mechanismen über technische Prinzipien wie Datenminimierung, wie Datenschutz, was ein recht technisch orientiertes Regelungswerk ist und im Übrigen auch sehr individualrechtlich, zu glauben, dass wir eine Technologie Herr werden, der eigentlich sehr kollektivistisch denkt. Datenschutzrecht, Menschenrecht, das sind Individualrechte, das sind methodologisch individualistische Vorgehensweisen. Diese Technologie wiederum kennt das Individuum nicht, es kennt nur Kollektiven. Mit einem methodologischen Individualismus-Vorgehensweise werden wir das nicht verstehen, was da passiert, weil die Fragen, die man stellen muss, sind Fragen, die im Übrigen in Demokratien bekannt sind, sind Infrastrukturfragen. Da haben wir einen Regelungskatalog, womit wir einfach architektonisch auf Infrastruktur gucken und uns Fragen stellen wie: Was ist mit dem Zusammenhalt in der Gesellschaft? Fördert das oder fördert das nicht? Werden Gruppen diskriminiert? Wir kennen aus der Volkswirtschaftswissenschaften, dass es Situationen gibt, wo wir keinen einzelnen Individualschaden feststellen können, aber auf kollektiver Ebene sehen das. Demokratien haben in Diskriminierungsrecht eigentlich immer dieses Problem umgegangen. Sie haben gesagt, ja, Diskriminierung ist zwar eine kollektive Angelegenheit, weil man wird ja nicht persönlich diskriminiert, sondern weil man einfach zu einem bestimmten Kollektiv zugeordnet wird. Aber wir versuchen das sehr smart, indem wir jedem einfach Individualrechte gewährleisten. Und wir sehen, dass durch diesen Mechanismus in vielen Situationen individualrechtlich kein Schaden ist, also haben diese Leute keine Möglichkeit, das anzugehen. Aber auf Kollektivebene sehen wir, dass es Unterschiede gibt, die nicht legitim sind. Ist das und deswegen bin ich besorgt, dass wir weiterhin in eine Schiene gehen, die vorbei an den Risiken und vorbei auch an der Wirklichkeit von dem, was das ist. Das ist Statistik. Nicht nur, aber es sind induktive Verfahrensweise. Das Ding denkt nicht, das Ding kontextualisiert nicht. Das können wir Menschen. Es macht andere Fehler als Menschen. Wir können nicht ersetzt werden. Wir können aber auch KI nicht ersetzen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, wir hatten darüber auch gesprochen, vielleicht auch ein bisschen ein Abschieben von Verantwortung, also quasi alles auf die Maschine, auf das eine mathematische Formel zu reduzieren. Und die Frage ist ja auch, was haben wir hier auch oft gehört, auf anderen Panels, die ich hier gesehen habe und Vorträgen, wenn so vieles auf Deep Learning, also maschinellen Lernen basiert, was gibt es eigentlich für praktische Möglichkeiten, dass wir nicht, weil quasi Deep Learning funktioniert ja durch Daten, die aus der Vergangenheit entstanden sind und wir wollen ja eine positive Zukunft schaffen mit Algorithmen, nicht nur eine negative. Wie soll das funktionieren, wenn in der Vergangenheit Daten vielleicht auch Aussagen liefern, die wir für die Zukunft nicht haben wollen, also in allen Bereichen. Wie ist dann überhaupt, wie soll Deep Learning an der Stelle funktionieren? Erfinden wir vielleicht einfach die positiven Zukunftsdaten und speisen die in die Maschine ein und dann wird keiner mehr benachteiligt? Oder wie soll das gelingen, Frau Wachter? Ja, es ist eine wichtige und ungeklärte Frage. Ich meine, es gibt ein gesamtes Feld von Machine Learning Leuten, Soziologen,
Juristen, Politologen, die sich genau mit diesem brennenden Thema beschäftigen. Wir haben auch keine Antwort und wir haben auch keine Lösung. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass man das mal transportiert, dass wir noch keine Lösung gefunden haben und sagen, ganz klar sagen, es gibt keine neutralen, perfekten Daten, weil wir nicht neutral und nicht perfekt sind. Und alle die Entscheidungen, der ganze Bias von den Vergangenheitsdaten wird natürlich in die Zukunft transferiert. Und also die Idee, dass man nur ein bisschen tweaken muss und dann ist alles fair, ist komplett verkehrt. Sozusagen, die Daten sind ja deswegen biased, weil wir nicht fair und nicht gerecht zueinander sind. Wie soll denn diese soziale Ungerechtigkeit... Wie soll diese soziale Ungerechtigkeit auf einmal verändert werden, nur weil der Algorithmus sich anpasst? Ja. Nicht, dass werden Menschen immer noch wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert. Ist ganz egal, was der Algorithmus sagt. Ne? Das heißt, man muss da schon ehrlich sehen, dass man wahrscheinlich solche sozialen Ungerechtigkeiten nicht mit Technologie lösen kann. Mhm. Ja, ich mache mir manchmal Sorgen, wenn man so einfach sagt, wir Menschen seien nicht sozial und gerecht und nicht fair. Ich glaube, dass viele Menschen in den meisten Situationen sehr fair sind und sehr gerecht sind. Wenn man sich mal wirklich die anschaut, morgens die Straße, wie viele Leute fleißig zur Arbeit fahren, wie Leute ihr Kreuz hinhalten, von morgens bis abends Kinder in die Welt setzen, sich kümmern, machen, tun. Entschuldigung, aber das ist Menschsein. Und das ist unglaublich, was wir an Disziplin aufbringen, jeden Tag. Und dann sitzt man, Entschuldigung, das ist jetzt nicht gegen dich, sondern man sitzt so leicht auf dem Pult und sagt, ja Menschen, die sind so ungerecht und die sind so unzuverlässig und die sind so ineffizient. Und ach, und die Richter, nach dem Mittagessen, dann treffen die immer so schlechte Entscheidungen. Da muss doch jetzt meine künstliche Intelligenz her und die ist dann so viel besser. Und ich glaube, dieser Dialog ist das Gefährlichste überhaupt, weil er ein Menschenbild suggeriert, was nicht stimmt. Und Menschenbilder sind so gefährlich, weil das sind Machtinstrumente. Und je schlechter wir von uns denken, desto mehr geben wir denjenigen ein Werkzeug in die Hand, die uns ersetzen wollen. Und da müssen wir sehr aufpassen. Ja, vielleicht ist das ein Applaus an uns selber wert an der Stelle. Jetzt sind wir hier auf dem Panel-Thema digitale Ethik und freuen uns, dass der Saal so voll ist. Wenn wir uns mal angucken, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen damals als Nachhaltigkeit quasi neu als Thema in Unternehmen auch gesetzt wurde. Wir haben diverse Bücher, wir haben Algorithmen, TÜVs, Datenethik-Kommission, Verbände, Vereine. Es gibt schon erste Jobausschreibungen, Ethical Officer werden gesucht. Also wer noch ein neues Berufsfeld braucht, können wir gleich mitliefern. Telekom, Google, Microsoft, die haben eigene AI-Richtlinien, die sind überall schön auf den Seiten aufgelistet, meistens so 5 bis 10 Punkte. Und es gibt ein Mitglied der EU-Datenethik-Kommission, der gerade im Tagesspiegel gesagt hat, nimmt der Industrie die Ethik weg. Der hat enttäuscht sozusagen diese Gruppe verlassen aufgrund von zu viel Industrieeinfluss. Ist das auch gerade so Pop? Republika im letzten Jahr war ja Pop. Also wie macht man eigentlich digitale Ethik wirklich nachhaltig? Also das Thema ist ja gerade, ja, sag ich mal, so ein Hype-Thema. Man kann, also Unternehmen müssen erkennen, dass sie langfristig über ihre Value Proposition, ja, das steht ja im Zentrum von Geschäftsmodellen, dass Firmen ernsthaft über Value Propositions im Wettbewerb agieren, dass sie sich im Vorhinein Gedanken machen, welche positiven Werte wollen sie mit Technik wirklich in die Welt bringen, und zwar jenseits von reiner Funktionalität oder dass man jetzt telefonieren oder chatten können. Das war mal. Die Zeiten sind vorbei. Auf Basis dieser reinen Funktionalität können Firmen sowieso nicht mehr im Wettbewerb agieren. Also müssen sie sich mit Werten auseinandersetzen. Und das ist meine Hoffnung, dass sie nicht sagen, digitale Ethik, da haben wir die Juristen auf der einen Seite und haben wir dann Corporate Social Responsibility Abteilung, da wird noch so ein Ethiker reingesetzt und haben wir die Sache und dann machen wir noch ein bisschen Philanthropie, da 1% irgendwelche Fahrradwege in wo auch immer. Nein, Sie müssen verstehen, dass das richtige Handeln rund um die Value Proposition des Unternehmens die Zukunft ist und dass es darum geht, gute Produkte und gute Services zu schaffen. Und dazu gehört auch, dass man sich um die Sachen
die nicht gut sind, vielleicht Privacy oder so, dass man sich da anständig verhält, weil auch das gehört zu einem ordentlichen Unternehmen. Und diese Haltung, die muss in die Unternehmen wieder rein. Ja. Und nicht das schnelle Geld, was hier die Latte Macchiato Berliner Start-up-Szene so feiert. Ja? Ja. Purpose heißt das bei uns in der Agentur. Alle Marken beschäftigen sich im Moment mit ihrem Purpose, wie Sie genau sagen. Was ist der Sinn und Zweck eigentlich und wie kann man den in Worte fassen? Nike macht das unter so Mottos wie Everybody is an Athlete, also jeder hat einen Körper, der Athlet sein kann. Frau Palazzi, Sie haben die Ethical Tech Society gegründet. Was ist denn Ihr Purpose dieses Vereines oder dieser Organisation? Also es ist eine Non-Profit-Initiative, in dem es darum geht, gerade an dieser Schnittstelle Mensch und Programm- oder Maschineninteraktion für mehr Forschung zu sorgen, für mehr Fakten- und Theoriebasierte Advocacy, also Vertretung von bürgerschaftlichen Interessen, aber das nicht auf Ängste und Hypothesen basiert, sondern auf tatsächliches Wissen, das nicht nur von Fakten abhängig ist, sondern in eine Theorie eingebettet ist. Ich glaube, wir brauchen alle ein bisschen mehr Theorie. Momentan sind wir reagieren an verschiedenen Schnittstellen, glauben, dass wir mit einem Stück Recht hier und einem Stück Recht da irgendwas verändern werden. Dabei überlegt man sich nicht rein architektonisch, bin ich dabei, eine Trägerwand einfach kaputt zu machen, rechtsdogmatisch betrachtet, weil ich das Wohnzimmer erweitern will? Also momentan denken wir teppichflickenmäßig und das ist keine gute Methode, um überhaupt zu verstehen, worum es hier geht. Es gibt keine digitale Ethik. Es gibt eine Übersetzung des Ethischen in der digitalisierten Welt. Es gibt ja auch keine digitale Dimension. Wir sind digitalisiert. Wir alle hier, auch ohne Bildschirm, stehen mitten an digitalisierten Zusammenhalt drin. Und es geht darum zu verstehen, was das innerhalb dieses neuen Kontexts, ja, was es zusätzlich bedeutet oder was die Übersetzung dazu ist oder was für bestimmte soziale Konflikte, soziale Lücken, die vielleicht davor auch sogar waren, aber die durch neue Medien magnifiziert werden, was man da machen kann. Es geht nicht darum, das Rad ethisch betrachtet neu zu deklinieren. Es geht auch nicht darum zu glauben, dass wenn wir Technik irgendwie regulieren, das Ganze gelöst wird. Genauso wenig, wie wenn wir einfach sagen, ab jetzt Motoren dürfen nur 200 PS haben, wird sich das Problem lösen mit der Geschwindigkeit auf der Straße. Nein, wir müssen tatsächlich Geschwindigkeitseingrenzung einziehen, weil es geht nicht darum, dass wir den Motor regulieren, sondern die Art und Weise, wie Menschen damit operieren. Und das geht ein bisschen in der Debatte verloren. Ja. Wir glauben, dass wir Ethik programmieren können. Wir glauben, dass wir technische Prinzipien brauchen. Und teilweise kommen wir, also ich mag sehr viel, was du machst und wie innovativ du denkst. Aber zum Beispiel dieses Recht auf vernünftige Inferenzen finde ich durchaus extrem problematisch, Ethik, muss ich sagen, weil es bedeutet am Endeffekt, dass du darauf postulierst, ein Recht darauf zu haben, was Leute denken. Und in einer Demokratie reden wir darüber, dass wir ein Recht darauf haben, auf das, was andere uns antun, auf Handlungen, aber die Gedanken sind frei. Und wenn wir anfangen, in solche Konzepte, dadurch, dass wir datentechnisch und Daten uns auf das Daten fixieren, statt auf den Menschen im Vordergrund, das führt dazu, dass wir selbst da uns Theorien ausdenken und entwickeln, die man dann aber auch subsumieren muss auf die reale Welt. Ich glaube, es geht nicht darum, was für eine Inferenz man macht mit so einer Technologie. Wenn die Inferenz einfach sich was Doofes ausdenkt, das komplett nicht zutrifft, darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was dieses Unternehmen damit macht. Ja, aber das ist ja auch darf schon ich, bekannt. Darf ich dazu? Ja. Gerne, Sie wurden angesprochen. Das ist sich vielleicht in der Präsentation nicht ausgegangen, um das genau zu Ende zu führen. Ich sage nicht, dass man Gedanken kontrollieren soll. Ich sage, dass man ein Recht haben soll, zu verstehen, welche Inferenzen über einen gezogen werden, wenn wichtige Entscheidungen über einen getroffen werden. Das heißt, wenn ich ins Gefängnis gehen muss, ja, und ein Algorithmus eingesetzt wird, dann habe ich ein Recht zu verstehen,
was da passiert ist. Das ist das, was ich verteidige. Und ich finde es wichtig, dass wir ein individuelles Recht haben, weil im Moment die gesamte Ethikdebatte sich nur noch auf Industriestandards spezialisiert und wir sagen, lass uns Code of Ethics haben, lass sie das selbst machen und dass der individuelle Mensch kann nicht mehr vor Gericht gehen und irgendetwas durchfechten. Und das ist ein Problem. Das heißt, eigentlich müssen wir von diesem sozusagen nur Kollektiven wegkommen, weil es keinen individuellen Rechtsschutz mehr gibt. Und ich glaube, dass wir uns ganz stark im Diskriminierungsschutz unterhalten müssen, weil auch wenn ich glaube, dass Menschen vielleicht gut sind, aber wenn sie wirklich so gut wären, bräuchten wir keinen Diskriminierungsschutz. Dann bräuchten wir uns auch nicht über Ethik unterhalten, nicht? Und wir wissen, dass es ganz schlimme Dinge in der Realität gibt, wie Gehaltsdifferenzen zwischen Männern und Frauen ist auch eine solche Dinge, nicht? Dass bestimmte Menschen nicht eingeladen werden zu Jobinterviews, weil sie zu bestimmten Gruppen dazugehören. Das sind Realitäten, die wir heute haben. Also so gut sind wir auch nicht, muss man auch sagen. Das heißt, wir müssen uns wirklich darüber im Klaren sein, dass wir bestimmten Leuten ein Recht an die Hand geben, dass sie nicht nur auf die Ethik einer Firma hoffen müssen, sondern dass sie wirklich sich zur Wehr setzen können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie unfair und ungerecht behandelt werden in Situationen, die lebensverändernd sind. Ja. Ich würde da gerne nochmal antworten auf euch beide. Ich glaube, dass die wirkliche Macht dieser künstlichen Intelligenz und der Daten darlegen, dass sie uns bestimmte Dinge über uns selber sagen können oder uns im Prinzip Hinweise darauf geben können, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Und das ist unheimlich wertvoll. Und dieses Wissen über uns selbst, wenn das nicht automatisiert, aggregiert und gegen unser Wissen, gegen uns verwendet wird, dann wäre das sehr schön. Und dann wäre es auch das, was ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sich wünschen, dass wir Menschen, dass es um den Menschen geht, der da Entscheidungen trifft, was kann ich von diesen Daten ableiten und verstehen über mich selbst. Zum Beispiel, wenn ich eine Fitness abnehme, dass ich verstehe, ich bin halt mal zu faul gewesen diese Woche, ja, um ein banales Beispiel zu nennen. Trotzdem finde ich es wichtig nochmal, die Frau Wachtler zu verteidigen, was die Bedeutung ihrer Arbeit über diese Inferred Data nochmal unterstützt. Wir haben hier und heute es mit Personal Data Market Platforms zu tun, von denen wir in der Regel noch nie was gehört haben. Axiom, Equifax, Oracle, BlueKai. Wir reden hier von Datenmärkten, die in diesem Moment über fast jeden von uns im Raum 30.000 bis 40.000 Datensätze sammeln, auswerten und Inferences machen, wer wir sind und was wir nicht sind. Und die dieses Wissen zur Verfügung stellen, real, hier und heute, um darüber zu entscheiden, ob wir einen Kredit bekommen, wie viel Versicherungsrate wir zahlen und so weiter, welche Preise wir bezahlen auf Online-Börsen. Und das ist mal hier und heute Fakt. Und was wir, weil das eine gegebene Realität ist, das sind diese Inferred Data, müssen wir daran, dass wir auch geschützt sind gegen diese Art von zum großen Teil nicht unwissenden Entscheidungen über uns. Und wenn Sie da sagen, das wollen Sie nicht, das finden Sie nicht wichtig, dann würde ich gerne wissen, wieso. Die Diskussion müssen wir leider aufgrund der Zeit neben der Bühne fortsetzen. Nein. Oder kriegen wir noch ein paar Minuten? Kriege ich eine Antwort? Dürfte ich eine Antwortsmöglichkeit bitten? Okay. Gut, alles also klar. Das ist erstmal rechtlich nicht korrekt, dass solche Dealer sozusagen einen Einfluss haben, ob man Kredite bekommt oder nicht. Das Datenschutz regelt, was Auskunfteien für Daten verarbeiten dürfen, zumindest innerhalb der EU. Es gibt durch die Datenschutzverordnung einen klaren Regelungsmechanismus, positive Daten dürfen sie nicht haben. Es gibt sehr klare Vorgaben, was die machen dürfen. Und das ist zum Teil der Grund, weswegen... Nein, es ist wirklich so. Und ja, rufen Sie doch mal bei Equifax an und sagen Sie... Ist das der Grund, warum wir Cambridge Analytica gehabt haben, weil der Datenschutz so gut funktioniert hat?
Was hat Cambridge Analytica mit Zukunftsteuern zu tun? Information Analytics herauszufinden, was die Leute für politische Meinungen haben und sie zu targetieren. Ich würde sehr gerne ein Argument zu Ende führen. Vielleicht mit den leichtesten. Cambridge Analytica hat selbst zugegeben und auch öffentlich zugegeben, dass sie Psychometrics nicht benutzt haben. Wenn man sich die Statistiken anschaut der Bevölkerung, die in Social Media unterwegs war, waren die nicht Non-Brexiter. Diejenigen, die nicht die Pro-Brexit waren, waren nicht auf Social Media zu finden. Insofern, das ganze Argument von Cambridge Analytica ist, diese ganze Algorithmus-Theorie, das könnte man fast mit dem Konzept des Immigranten ersetzen. Damit verschieben wir unsere Schuld die ganze Zeit auf der Algorithmus. Das hat etwas von Hannah Arendts Banalität des Bösen. Ich bin's nicht gewesen. Ich musste nur einen Knopf drücken. Entschuldigung, unsere Gesellschaft ist polarisiert, nicht weil es Facebook gibt. Unsere Gesellschaft führt Diskussionen, nicht weil es Twitter gibt. Twitter, soziale Medien, verknüpfen das, was Menschen von sich geben, das, was bereits hier ist. Und an die Nase müssen wir uns als Gesellschaft fassen. Und ich finde es unlauter, einfach die Verantwortung von sich wegzuschieben. Wenn Menschen anhand einem Vorschlag entscheiden, dann haben die Menschen entschieden. Sie haben entschieden, weil sie einfach entschieden haben, dass dieser Vorschlag mit ihren Vorurteilen vielleicht passt oder das Gegenteil. Gerade bei Kompass, es gab eine einzelne Wissenschaftlerin in dieser ganzen Kompass-Debatte, wo man versucht hat zu verstehen, wie diese Software Richter vorschlägt, ob Gefängnisinsassen auf Bewährung rauskommen dürfen oder nicht. Alle haben sich auf den Algorithmus konzentriert. Diese einzelne Frau hat sich geguckt, wie sind Richter gegenüber dieser Software. Und die Richter waren durchaus in der Lage, wenn die Software gesagt hat, schwarzer Mensch Bewährung geben, plötzlich Nein zu sagen. Was bedeutet das? Es ist nicht klar, wie wir von der Software beeinflusst werden in unserer Entscheidungsfindung. Es gibt Situationen, wo wir die Software als Entschuldigung dafür nutzen, unsere eigenen Vorurteile nicht rechtfertigen zu müssen. Es ist überhaupt nicht klar, welche Faktoren beeinflussen, dass man manipuliert wird oder nicht. Das haben wir noch gar nicht feststellen können. Um das festzustellen, steht es voraus, dass wir auf sehr invasive Art und Weise Menschen verfolgen, nicht nur online, sondern auch offline. Weil unsere Wirklichkeit ist nicht nur ein Bildschirm, sondern konstituiert sich durch Gespräche wie das hier, durch Dinge durch die U-Bahn und mit anderen Situationen und anderen Menschen. Einfach die Wirklichkeit und die Wahrheit und die Verantwortung auf eine Interaktion mit dem Bildschirm zu reduzieren, ist unterkomplex. Vielen Dank. Ich lasse das mal als leidenschaftlichen Schlussappell so stehen. Vielleicht kann man das mit den Worten schließen. Technologie ist das Werkzeug, der Mensch macht daraus, was man damit tun kann. Und alle hier im Saal haben hoffentlich was mitgenommen in ihre eigene Organisation. Und ich bin gespannt, wie sich die Debatte fortsetzen wird. Ich möchte vielen Dank sagen für das Panel. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr intensiv. Und Ihnen auch vielen Dank. Auch von unserer Seite nochmal beeindruckend. Wahnsinn. Leider sind die Regeln, wie sie sind. Und da wir Menschen sind, halten wir uns da dran. Dankeschön. Danke, war wirklich toll. Ja. Mensch, was ein Gespräch. Alles in Ordnung? Ja. Schnaufen, ne? Jetzt für Schnaufen, wurde ja, ja wirklich über Menschsein, Menschlichsein geredet. Krass. Das auf einer digitalen Convention, ne? Es geht anders. Ja, endlich mal. Endlich mal. Also meine zwei Semester Philosophiestudium habe ich lange vermisst. Nein, das war, ich will gar keinen Spaß machen, denn ja, es wird ernst, es wurde gerade ernst. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch alle hier. Die Zeiten erfordern andere, die...